Welcome back, liebe Community. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und es ist jetzt Zeit, das längst versprochene Logitech G29 Review für euch bereitzustellen. Warum ein G29 Review versus CSL Elite von Fanatec? Da würden jetzt einige von euch sagen, ach Ron, du vergleichst jetzt Produkte, wo das eine nur die Hälfte kostet, das macht doch keinen Sinn. Der Sinn dieses Reviews ist tatsächlich der, damit ihr wisst, was ihr für euer Geld geboten bekommt. Und da geht es vorwiegend jetzt einmal um Einsteiger, die sagen, ich will jetzt vom Gamepad Racing weg, möchte mir so eine Wheelbase anschaffen. Das Logitech G29 ist eines der bekanntesten, das gibt es seit Ewigkeiten, G25, G27, G29. Ich glaube, es ist das meistverkaufteste Wheel am ganzen Markt. Und ich will euch genauestens aufbereiten, was ihr dafür geboten bekommt. Als Gegentest habe ich mir das CSL Elite Racing von Fanatec genommen, um dann euch klarzulegen, wenn ihr das Doppelte an Kosten in die Hand nimmt, das doppelte Geld, wie viel mehr bekommt ihr geboten? Ist es diesen Aufpreis wert? Was kann ich dann aus so einer CSL Elite rausholen im Vergleich zu einem G29? Und wie ihr das gewohnt seid, ich habe wieder zwei riesige Listen hinter meiner Cam hängen und diesmal mache ich mein Versprechen wahr. Ich blende jetzt oberlich ein Bild mit ein, wie ich euch sehe und da seht ihr, dass mein ganzes Drehbuch so dick geworden ist, so lange und da haben wir viele Punkte. Dieses Review wird länger dauern, ich werde sehr detailliert auf alle Punkte bezüglich dieser beiden Wheels eingehen. Ich möchte nicht diese kurzen Reviews, wo ich mich stressen muss, unter einer gegebenen Zeit zu bleiben, euch bereitzustellen. Es ist mein Ziel, diesen Kanal weiterhin detailliert fortzuführen. Das haben sich viele gewünscht und damit bleibe ich dabei und werde euch folgende Punkte aufzählen. In den nächsten Minuten erwartet euch Folgendes, lasst mich gucken. Wir kümmern uns um den Lieferumfang, wir kümmern uns um die Kompatibilität, die Anschlussmöglichkeiten. Wir schauen uns die Optik an, die Haptik an. Es geht um die Verarbeitung, um die technischen Details. Die Ausstattung und das Layout der beiden Wheelbases, die Befestigungsmöglichkeiten und klar, ein großer Punkt ist dann der Test auf der Rennstrecke. Da habe ich mir einen super Racetrack-Test ausgesucht für euch, einer der genialsten Assetto Corsa Mods, den ich euch heute bereitstellen werde, erzählen werde. Dann geht es um das ganze Ökosystem, um die Erweiterungsmöglichkeiten und am Schluss gibt es dann wie üblich das Fazit und die Kaufempfehlung. Jetzt wird es Zeit, eure Smartphones abzuschalten, die Beine hochzulegen. Macht euch gemütlich in meinem Channel. Das wird ein kleines Review, ein kleiner Film schon fast. Macht euch gemütlich. Interessant für Leute, die neu einsteigen. Interessant für Leute, die vielleicht von einem G29 in die Fanatec-Welt einsteigen wollen. Und auch interessant für die Hardcore-User von euch, die sagen, ach, mein Nachbar, der möchte eh schon lange in Simracing einsteigen. Dann seid ihr jetzt richtig mit dabei. Dann könnt ihr diesen Leuten etwas empfehlen. Danke, dass ihr dabei seid. Bleibt dran. Lasst uns beginnen mit dem Preisvergleich. Das ist immer das Erste, das Wichtigste, was die Kunden, die Käufer wissen wollen. So ein Logitech G29, das gibt es derzeit für um die 249 Euro bei Amazon, Versand kostenfrei geliefert. Die Preise pendeln immer etwas. Da guckt er immer nach Aktionen, da könnt ihr etwas sparen. Aber im Schnitt pendeln sich hier die Preise meistens zwischen 230 und 240 Euro ein. Was ist das G29? Das ist der Nachfolger des G27 und davor gab es das G25. An diesen Dingern hat sich bautechnisch nicht wirklich viel geändert, das Layout wurde geändert und natürlich auch die Kompatibilität zu den entsprechenden Plattformen. Dazu später. Wir vergleichen dies hier mit Fanatecs Einstiegsserie, die auch PS4-Kompatibilität zeigt. Ich sage euch dann, wie das ist mit dieser ganzen Kompatibilität. Die gibt es jetzt in einem Bundle zu einem Preis von 519 Euro, direkt über Fanatec bestellbar. Hier habt ihr diese Wheelbase mit diesem, das ist das erweiterte P1 Wheel. Da schauen wir uns dann auch noch näher an. Und dazu gibt es auch die abgespeckten CSL Elite Pedale. Auch dazu in ein paar Minuten später. Zum Lieferumfang. Ihr bekommt diese G29 Base hier fix montiert. Das ist anders als bei Fanatec. Das Lenkrad ist fest aufgesetzt. Da könnt ihr nichts adaptieren, demontieren. Das ist fix so. Und die CSL Elite mit dem separaten Wheel. Ich habe das hier für euch jetzt abmontiert, da seht ihr, ihr habt diese separate Wheel, eine separate Wheelbase und viele von euch wissen, da könnt ihr unzählige andere Fanatec-Produkte dann verwenden auf so einer Wheelbase. Der weitere Packungsinhalt, den ihr geliefert bekommt, dieses lange Unboxing, das wollte ich euch ersparen. Der Packungsinhalt sieht aus wie folgt, beim Logitech G29 bekommt ihr ein Netzteil in einer eher geringen Dimension. Bei Fanatec, das wesentlich mehr Drehmoment bereitstellt, sieht das ganze Ding dann so aus. Das sind diese zwei wichtigen Sachen. Was ihr bei Logitech noch beigepackt bekommt, ist klarerweise hier dieses Pedalset, ein Dreieckweg-Pedalset, Gaskupplung, Bremse, alles mit drauf.
Und bei Fanatec, bei diesem Starter Kit, ich glaube, so nennen sie das, bekommt ihr diese CSL Elite Pedale in der 2W-Ausführung mitgeliefert. Ich habe die CSL Elite Pedale nicht mehr bei mir im Haus. Ich hatte dieses Bundle da, das ist jetzt verliehen an den Kumpel, aber ich hänge euch Overlay etwas aus dem Archiv mit rein und erkläre euch dann, wie das Ganze mit diesen 2W-Pedalen funktionierte, wie mir die gefallen haben. Ich hänge euch auch Links dann rein zu den diversen Videos, da könnt ihr dann noch genauer reinschauen. Zur Kompatibilität. Immer eine Frage der Kompatibilität. Die habe ich für euch natürlich genauestens getestet. Wenn ihr so eine G29 kauft, dann könnt ihr die für die PS4, für die PlayStation 4 und auch für die PlayStation 3 verwenden. Da habt ihr so einen Umschalter hier oben am Lenkrad. Ich hoffe, ihr seht das über meine Cam. Dann schaltet ihr zwischen PS3 und PS4 ein, steckt das Ding an und seid ready to go. Betreibt ihr dieses Ding am PC, dann ist dieses Ding mit diesem Logitech Profiler, den installiert ihr euch vorher, sofort verwendbar, funktioniert alles einwandfrei. An dieses Ding, weiter zur Kompatibilität noch, Xbox-kompatibel ist das Ding nicht, aber der quasi baugleiche Bruder, das G29, Logitech G29, das ist dann für die Verwendung der Xbox One bestimmt und auch PC-kompatibel. Da entscheidet da bitte, welche Plattformkombination euch wichtiger ist. Weiter auf meine Liste geguckt, ja, beim PC gibt es uneingeschränkten Spielesupport, das muss ich dann auch erwähnen, insofern dieses Spiel natürlich diese Wheels unterstützen. Aber das ist bei den gängigen Renntiteln und Fanatec und Logitech sind weit verbreitet meistens der Fall. Da gibt es kaum Ausnahmen. Weil das noch im Lieferumfang enthalten, da habt ihr hier bei Fanatec ein übliches USB-Kabel, da schließt ihr direkt an die Wheelbase an. Das habt ihr hier bei Logitech anders gelöst, da habt ihr dieses USB-Anschlusskabel direkt an der Base mit drauf. Und die Pedale selbstverständlich, die schließt ihr dann direkt hier an der Wheelbase, also an der G29 Wheelbase mit diesem Stecker an. Eine weitere Anschlussmöglichkeit, die ich euch auch noch zeigen möchte und auch erwähnen möchte bei der Kompatibilität, ist folgende. Ihr habt hier auf der Unterseite, ich hoffe ihr seht das, hier diese Pedale anzuschließen. Das ist eben dieses USB-Anschluss an den PC und hier seht ihr dieses Schaltsymbol. Es gibt einen kleinen Shifter, den könnt ihr, ich glaube, der kostet 40 oder 50 Euro bei Logitech, den könnt ihr ordern oder anschließen. Das sind sozusagen jetzt die Anschlussmöglichkeiten des G29. Bei der CSL Elite, da sieht es etwas umfangreicher aus, die schnappe ich mir euch mal und zeige euch das mal hier von der Rückseite. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also, ihr habt hier einmal den Power-Anschluss für das Netzteil, den USB-Anschluss mit diesem gängigen USB-Kabel da rein und USB bei PC einstecken. Dann, ihr habt hier die Möglichkeit, eine Handbrake anzuschließen, also eine Handbremse, die ihr bei Fanatec ordern könnt. Die Handbremse kostet, jetzt muss ich wieder mal spicken, 129 Euro, glaube ich, kostet die auf der Fanatec Homepage. Hier habt ihr die Pedalanschlüsse, hier könnt ihr sämtliche Pedale von Fanatec, ob CSL Elite Pedale oder aus der Clubsport Serie CSP V3, CSP V3 Inverted anschließen. Dann habt ihr hier zwei Shifter. Der Shifter bei Fanatec, das ist ein sequenzieller und ein Haarschaltungsshifter, den habe ich auch für euch schon mal getestet, da hänge ich euch auch den Link oben mit bei und zeige euch jetzt die Bilder Overlay. Den könnt ihr anstecken. So, und jetzt werdet ihr euch die Frage stellen, für was benötige ich hier einen Shifter 2? Das hat folgenden Sinn, da zeige ich euch auch das Bild mit. Ihr könnt für diese Wheelbases, könnt ihr diese Static Shifter Pedals ordern und dann diese eben zu dem normalen Shifter hier anstecken. Static Shifter Pedals, das mögen die Rallye-Fahrer oder die Drifter sehr gerne, beziehungsweise was die nicht mögen, ist, dass sich, wenn ihr unterwegs seid, mit dem Wheel, sich die Schaltpedals mitdrehen. Warum nicht? Die kurbeln hier ganz wild am Wheel. Dann ist die Wheel-Position so irgendwie und dann haben sie die Hände hier, wollen in diesem Moment schalten, dann müssen sie die Schaltwippe suchen anzufangen. Nein, die wollen Static Shifter Pedals. Schaut das mal, wer den Rallye kann im echten Leben an, das haben die auch so am Start. Da gibt es bei Fanatec ich glaube 99 Euro Static Shifter Pedals, die könnt ihr hier dann anschrauben und habt dann eben Static Shifter Pedals am Start. Da müsst ihr dann natürlich berücksichtigen, inwiefern ihr die verwenden könnt. Ihr benötigt dann natürlich ein Wheel, da wird es etwas komplizierter, bei dem ihr diese Schaltwippen abnehmen könnt. Weil wenn hier Static-Shifter-Pedals montiert sind, sind durch diese hier im Weg. Da benötigt ihr dann andere Wheels, wo ihr diese Schaltwippen abnehmen könnt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier am Beispiel des
zum Beispiel des Club Sports 918 Rims, da seht ihr das, da habt ihr dann hier die Schrauben und könnt über die Schrauben diese normalen Shifter Pedals abnehmen und gebt die Static Shifter Pedals drauf und dann habt ihr das, was ihr wollt. So, das ist in Sachen Kompatibilität natürlich ein Vorteil jetzt der CSL Elite Base. So, kommen wir zur Optik. Ja, da seht ihr ein recht verspieltes Design, würde ich sagen, der G29. Mir gefällt die Optik nicht schlecht. Ich finde, es ist angepasst, natürlich mit diesen PlayStation Blau-ähnlichen Farben gekennzeichnet. Ihr seht bei der Optik jetzt eine ordentliche Verarbeitung. Wenn ich euch das näher vor die Cam halte, es ist grundsätzlich aus Kunststoff gehalten. Einzige Ausnahmen bei der Materialverwendung sind diese Schaltwippen, die sind aus Metall, das dürfte Aluminium sein. Und auch hier rund um die Frontplate herum, das fühlt sich nach Metall an. Alles andere in Kunststoff ausgeführt. Ihr seht diesen Lederkranz. Dieser Lederkranz ist vollends in Leder ausgeführt. Hier gibt es keine Unterschiede. Der ist ordentlich griffig mit diesen kleinen Löchern hier. Hier mit der innenliegenden Naht. Es ist ein etwas dickeres Leder verbaut. Das merke ich im Vergleich zu meiner CSL Elite. Das ist etwas dicker und darum habt ihr auch dann diese Falten, aber das ist kein Produktionsfehler, das ist geschuldet einem etwas dickeren Leder bei einem kleineren Durchmesser. Kommen wir jetzt zur Optik und zur Verarbeitung der Fanatec CSL Elite Racing Wheelbase. Da seht ihr auch alles eigentlich in Kunststoff gehalten, ihr dürft euch nicht täuschen, diese Frontplate, die hat so einen Metalllook, aber auch diese ist in Kunststoff gehalten. Ihr seht hier etwas, vielleicht einen etwas edleren, glatteren Kunststoff, den hier Fanatec einsetzt. Auch hier diese silberne Applikation an der Decke der Wheelbase. Und auf dieser Seite seht ihr, da ist dieser Kunststoff so in einem Carbon-Look gehalten. Und wenn ihr dann auf die Spaltmasse guckt hier, die sehen hier sehr einwandfrei aus rund um die Wheelbase. Kommen wir jetzt zu den technischen Details dieser beiden Wheelbases. Logitech stattet das G29 mit einem Lenkraddurchmesser von 28 cm aus. Das hat auch folgenden Grund. Dieses Drehmoment einer Logitech G29 beträgt zwischen 1,5 und maximal 2 Newtonmeter. Was hat es damit auf sich? Im Vergleich zu dessen stattet Fanatec dieses Lenkrad, das ist ein 30 cm Lenkraddurchmesser, gepaart mit einer CSL Elite, die ein Drehmoment von etwa 6 Newtonmeter bereitstellt. Da sind wir bei einem Faktor 3 bis 4-fache Power, die eine CSL Elite Wheelbase bereitstellen kann. Wie sich das dann anfühlt, dazu komme ich dann nachher eben zum Streckentest. Kurz erklärt, was es da für einen Unterschied macht, ob kleines oder großes Wheel. Das folgt immer, das habe ich euch schon mal erklärt, dem Hebelgesetz. Habt ihr ein großes Wheel am Start, dann habt ihr einen großen Weg von euren Griffflächen, vom Kranz bis zur Mitte zur Narbe. Ihr habt einen großen Hebel. Wenn ihr jetzt hier lenkt, wirkt ihr mit einer größeren. Ihr benötigt weniger Kraft, um ein gleiches Drehmoment auf die Narbe zu bringen, wie ein kleines Wheel, das einen kleineren Abstand zum Drehpunkt hat. Das heißt, ihr wirkt mit einer leichteren Kraft, ihr benötigt weniger Kraft, dem Drehmoment der Wheelbase, das diese bereitstellt, entgegenzuwirken. So. Natürlich, ein Wheel wie ein G29 mit einem geringen Drehmoment von 1,5 bis 2 Newtonmeter nur wäre schlecht beraten, hier ein größeres Wheel mit größerem Durchmesser bereitzustellen. Dann würdet ihr vom Drehmoment sozusagen noch weniger spüren und es würde noch weniger Kraft hier draußen bei euch am Ring ankommen. Das machen die nicht und drum schon ewig bei Lenkraddurchmesser 28. Würdet ihr beispielsweise hier ein 32 cm Wheel mit einem 1,5 Newtonmeter Wheelbase betreiben, da kommt da draußen an Kraft für euch fast gar nichts mehr an, das hat doch keinen Sinn. Ein weiterer Unterschied, was das macht in Sachen Drehmoment, was bei euch ankommt, ist das Gewicht eines Wheels. Da geht es natürlich dann um die Trägheit, die eben auch der Wheelbase einiges abverlangt. Und es macht dann einen Riesenunterschied, ob ihr hier ein 1,2 Kilogramm Wheel oder ein 1,6 Kilogramm oder bei dem BMW ein 2,3 Kilogramm Wheel montiert. Das sind so die technischen Gegebenheiten, die solltet ihr euch immer vor Augen führen, wenn ihr da weiter upgraden wollt. Die sind der Physik geschuldet, das ist einfach Hebelgesetz, nicht mehr, nicht weniger und keine Zauberei.
Dann von der Bauweise der unterscheiden sich diese beiden Wheelbases. Das G29 ist zahnradgetrieben. Also innen drin der ganze Antrieb, das ist zahnradgetrieben. Bei der CSL Elite, da haben wir den Riemenantrieb, den Fanatec seit Jahren, seit der CSW V1 immer weiter verfeinert hat, über CSW V1.5 bis 2, bis 2.5 dann, und die Elite, die dann kamen. Und dieser riemengetriebene Antrieb hat folgenden Vorteil gegenüber der zahnradgetriebenen Antrieb: der ist einfach smoother. Da spürt er in diesen Kurven, wenn er diese Kurven fährt, nicht so dieses Ruckeln oder Notchen. Notchen sagen wir immer dazu, das geht eben um einiges smoother. Jetzt braucht ihr nicht aufschreien, Logitech hat das über viele Jahre perfektioniert mit diesem Zahnradantrieb. Die bekommen mit dieser zugegeben rustikalen Konstruktion wirklich eine ordentliche Smoothness hin. Vergesst bitte nicht immer den Preis im Hinterkopf zu behalten. Also Logitech bekommt das gut hin. Ihr hört dann bei diesen Force-Feedback-Effekten oft ein Krachen dieser Wheelbase, da knattert es oder kracht es mal so. Leute, schickt das dicken Ding deswegen nicht zurück, das ist ganz normal. Bei diesen Force-Feedback-Effekten, dieses Rütteln, das höre ich bei den CSL Elite oder bei meiner CSW V2 auch, das ist halt etwas gedämpft, aber das gehört dazu. Das sind mechanische Bauteile, die hier an der Arbeit sind. Und wenn ihr nicht schon glaubt, das Ding fliegt euch um die Ohren, okay, dann macht vielleicht eine Rücksendung und er tauscht das aus. Aber eine normale Geräuschkulisse, da müsst ihr euch bewusst sein, die habt ihr hier gegeben. Ein weiteres technisches Detail, das ihr im Hinterkopf benötigt, ist immer so, ihr habt ja oft eure Settings oder eure Rigs im Wohnzimmer und daneben schaut eure Freundin Fernsehen vielleicht. Ihr fährt mit den Kopfhörern auf der Rennstrecke, hört von der ganzen Mechanik nichts. Aber so ein Lenkrad wie ein G29, das hört man schon in den Zimmern, oder wenn ihr eine hellhörige Wohnung habt, kann es schon sein, dass die im Nebenzimmer schlafende Freundin kommt und sagt, schalt das Ding aus, mein Junge, ich will jetzt schlafen. Also man hört dieses Ding, seid da vorsichtig, wo ihr dieses Ding und wann ihr dieses Ding einsetzt. Diese CSL Elite von Fanatec, die geht etwas ruhiger zur Sache. Bei dieser allerdings ist es so, durch dieses 3- bis 4-fach höhere Drehmoment erfordert das Ganze eine Kühlung, eine aktive Kühlung, und die aktive Kühlung, die folgt hier über diese Lüftungsschlitze, und da drin ist ein Lüfter verbaut eben, und dieser Lüfter, der schaltet relativ schnell hoch, wenn er beginnt zu fahren. Nach 1-2 Minuten hört ihr ein Lüftergeräusch, das sich in 2 oder 3 Stufen immer weiter nach oben steigert. Wenn ihr jetzt mit einem ordentlichen Spielesound, mit Kopfhörer oder über die Stereoanlage unterwegs seid, hört ihr von diesem Lüftergeräusch gar nichts. Habt ihr einen leisen Spielesound, dann werdet ihr den etwas überlagert hören oder mitbekommen. Turbine ist das keine, das da drinnen arbeitet, aber der ist auch hörbar. Und wenn die Freundin dann im Fernsehen schaut, ich komme wieder auf dieses Beispiel zurück, könnt ihr dir auch sagen, jetzt stell mal diesen blöden Lüfter ab. Nee, den könnt ihr gar nicht abstellen, das geht über die Firmware, die ist gesteuert, da habt ihr keinen Zugriff drauf. Ich kann euch noch beruhigen, wenn ihr dann aufhört zum Simracen, lasst diese Simracing Wheelbase eingeschalten, der Lüfter läuft noch etwas nach, schaltet dann nach 2-3 Minuten eine Stufe runter, und nach etwa 4-5 Minuten, je nachdem wie lange er gespielt hat, kann es auch 10 Minuten dauern, schaltet sich dieser Lüfter dann aus, komplett aus. Dann ist diese Wheelbase gut gekühlt. Ich habe da auch mal mit Fanatec geschrieben, das ist bewusst so, diese Lüfterregelung, diese Lüfterkurve gewählt. Hier geht es massiv um die Kühlung der Bauteile, die euch ja für die Lebensdauer dieses Dings dienlich sind, sozusagen an der Lüftung zu sparen. Da wollte sich Fanatec auf nichts einlassen und somit diese Dinger lange haltbar machen. Lasst uns jetzt zur Ausstattung und zum Layout dieser beiden Wheelbases kommen. Was habt ihr hier an Bord? Ihr seht hier reichlich ausgeführt die ganzen Knöpfe, Schalter, Dreh-, Drückschalter, Up and Down, mit denen ihr diverse Dinger, dieses Steuerkreuz, belegen könnt. Ihr habt hier mit dieser Wheelbase absolut keine Einschränkungen, eure Buttons zu belegen. Hier kommt ihr mit jedem Simracing-Spiel durch. Wenn euch das immer noch nicht genügt, dann hilft nicht, euch eine separate Buttonbox zu ordern. Aber ich sage, zu 99% der User werden mit diesen Buttons zurechtkommen. Ihr seht hier auch diesen üblichen PlayStation-Button. Den benötigt ihr dann auch immer, um das Wheel mit der PlayStation zu verbinden. Wenn es referenziert ist, PlayStation-Button drücken, das kennt ihr dann, ich zeige euch das dann auch Overlay, um den zu verbinden. Was bietet dieses Wheel noch? Ihr habt hier oben im Display diesen kleinen diese Schalt-LED-Anzeige. Da gehen diese Schaltpunkte immer mehr beisammen und zeigen euch an, wann der richtige Schaltzeitpunkt sein sollte. Das ist einmal technisch gesehen
so dass bei einem 28 cm Rim, ihr kennt das, alles wirklich gut erreichbar ist. Denkt da immer daran, ein großes Wheel ist cool, wenn das die Wheelbase packt und stemmt, viel Power hat. Der Nachteil eines großen Wheels ist aber dieser. Nehmen wir hier mal das 32 cm Wheel von Porsche her. Ihr seht, wenn ihr hier unterwegs seid, da erreicht ihr während dem Fahren nicht alle Buttons. Seht ihr das? Ich habe so mittelgroße Hände. Das heißt, ich kann manche Knöpfe nur erschwert erreichen oder muss sogar die Hand vom Rim nehmen. Das ist der Nachteil an diesen großen Wheels meist. Das wollte ich euch mitgeben. Die goldene Mitte meiner Wheels, das sage ich immer in meinen Reviews, ist eben ein 30 cm Wheel. Da kommt ihr überall hin, das könnt ihr überall super bedienen. Und wenn ihr dann diese CSL Elite anschließt an eure PlayStation, dann nicht vergessen hier Button drücken, dann ist dieses Gerät mit der PlayStation gekoppelt und ihr seid dann ready to go. Also das gefällt mir hier sehr gut. Wie sieht es noch aus in Sachen Ausstattung? Ihr habt hier im oberen Bereich des Lenkradkranz ein Display. Je nach Spielsupport werden hier andere Sachen bereitgestellt. Und zwar entweder der Schaltblitz, der sich hier verfärbt, das wird immer, es ändert sich die Farbe, die dann signalisiert, irgendwann zu schalten. Andere Spiele supporten hier im Display die Geschwindigkeit oder Ganganzeige. Das kommt darauf an, was das Spiel eben supportet und bereitstellt und ihr hier dann sehen könnt. Wie ist es mit der LED-Anzeige des CSL Elite? Da sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier bei der CSL Elite diese Leiste und hier seht ihr auch dann die Drehzahl, die dann ansteigt und euch den Schaltzeitpunkt signalisiert. Ausstattungstechnisch, was gibt es noch? Ihr habt hier einen On-Off-Button auf der Wheelbase, den habt ihr bei der G29 nicht. Und ihr habt hier einen Mode-Button, der ist für euch ganz wichtig. Der Mode-Button, wenn ich jetzt zum Beispiel am PC unterwegs bin mit meiner CSL Elite Racing, dann muss dieser Mode-Button und diese LED gedrückt werden, damit hier das rote Lämpchen leuchtet. Stecke ich das Ding an meine PS4, nach meinem PC-Test-Run, drauf, Wheelbase drauf, angesteckt, eingeschalten, schaltet sich das Ding an. Und wenn ich hier jetzt auf meinem Wheel das Pairing machen möchte mit der PS4, dann passiert hier nichts. Lasst euch nicht schrecken, nichts ist defekt, bitte achtet auf diese LED da unten. Klickt auf Mode, dann leuchtet die in blau und ihr seid PlayStation kompatibel. Dann drückt hier auf das PlayStation-Symbol und los geht's auf der PlayStation und ihr seid wieder am Start. So, jetzt werdet ihr mich fragen, eine weitere Sache der ganzen Kompatibilität. Da habe ich euch ein eigenes Video aufgenommen. Und zwar ein eigenes Video, weil immer viele Anfragen kommen. Ich blende euch das jetzt alles ein. Weil viele Anfragen kommen. Duron, kann ich auf der PS4 meine anderen Wheels verwenden? Und da kann ich euch uneingeschränkt sagen, ja, das könnte. Ich habe das so getestet, die Bilder seht ihr, dass ich ein Wheel, dass ich die Wheelbase ausgeschalten habe. Damit ist quasi der Controller, also die Wheelbase getrennt zur PlayStation 4. Habe das Rim aufgesteckt, habe dann auf dem Rim einen Button gedrückt. Ich meine, hier war es nicht schwierig. Das ist ja das mitgelieferte PS4 Wheel. So, dann hat das Ding referenziert und ich konnte starten. Nur spannend wird es dann, was passiert. Ich schalte die Wheelbase aus, trenne quasi den Controller von der PlayStation und hole mir jetzt irgendein anderes Lenkrad. Und eins meiner ersten Lenkradräder, da gab es noch lange nicht diese CSL Elite Racing Wheelbase, war dieses, mein Urgestein, BMW M3 Rim. So, ich schalte die Wheelbase aus, ich stecke mit dem Quick Release das Wheel an, ich schalte die Wheelbase ein. Dann referenziert sich das auch, das funktioniert auch, aber ihr könnt dann nichts mit diesem Wheel machen, steuern oder fahren. Klar, ihr müsst das erst pairen mit der PlayStation, mit diesem PlayStation 4 Knopf. Weil den habt ihr ja hier nicht, so wie hier oder auf einem Controller. Dann müsst ihr hier zum Suchen anfangen, welcher es denn ist. Drückt da mal alle Knöpfe durch und in dem Fall, ich glaube, ich kann mich erinnern, im Video seht ihr, das war der gelbe. Den habe ich dann gedrückt, zack, und das war der Pairing-Knopf, quasi dieser Knopf, den ihr auch hier auf einem PS4-Controller habt. Den drückt ihr dann und dann, ich glaube hier unten war bestätigen, okay, dann ist das gepairt und ihr könnt dann unterwegs sein, wie ihr wollt, mit jedem Wheel. Und das funktioniert mit jedem. Ich habe das mit dem Porsche Wheel gemacht. Ich glaube, da war der Pairing-Knopf da unten irgendwo.
Dann habe ich das Ganze getestet mit auch mit dem Xbox-lizenzierten McLaren GT3 Wheel, das mir der Michael immer noch geliehen hat. Vielen Dank dafür, Michael, übrigens. Dem habe ich meinen Club-Sport-Wing geliehen, der testet das gerade. Ich bin gespannt, was er sagt im Vergleich. Da habe ich ja mal ausführlich getestet, Link hängt oben bei. Zurück zum Thema. Da verwendet ihr diesen Xbox-Button zum Pairen und seid auf der PlayStation unterwegs. Und natürlich habe ich auch das Ganze mit dem CSL Elite P1 Rim getestet. Das ist ja eigentlich auch ein Xbox-lizenziertes Wheel. Habe das ebenso getestet, auf diesen Knopf gedrückt, habe gepairt und alles hat super funktioniert. Also, die Frage erübrigt sich bezüglich der Kompatibilität. Entscheidend für die Kompatibilität, ob das Ding auf PS4 läuft oder nicht, ist nur das, ob ihr diese Wheelbase habt. Ihr benötigt diese PS4 lizenzierte Wheelbase. Welches Lenkrad ihr dann dran macht, das ist eure Sache, das ist völlig egal. Alles funktioniert und ich habe es euch hier im Video bewiesen. Benötigt ihr nichts für PS4, dann könnt ihr etwas Geld sparen. Benötigt ihr eins für Xbox und PC, dann nimmt das normale CSL Elite, das kostet Standalone 319 Euro, glaube ich. Und dieses, das gibt es ja auch jetzt mittlerweile Standalone, um 399 Euro, soweit ich mich nicht irre. Ein wichtiger Punkt jetzt, den ich euch auch noch erwähnen möchte, ist, da ihr ja diese Wheels bei der CSL Elite tauschen wollt, könnt, sollt, müsst, wie auch immer, habt ihr diesen Release hier, diesen, ich nenne den immer Semi-Quick-Release. Da benötigt ihr, und das ist auch mitgeliefert im Umfang, so eine Schraube und einen Inbusschlüssel. Ihr seht das auch im Video, ich zeige das nicht lang groß vor jetzt. Ihr setzt dieses auf, bitte dreht das hochkant und sachte an. Knallt das Ding nicht an und macht euch gleich das Gewinde hier auf dem Lenkrad kaputt. Das ist explizit so in der Bedienungsanleitung auch erwähnt. Nicht, dass ihr da Probleme bekommt, wenn ihr das Ding dann umtauschen müsst. Komfortabler und sportlicher geht das Ganze natürlich auch dann mit diesem Quick-Release, den kennt ihr aus all meinen Videos, da sind wir halt dann auch reichlich auf einem ganz anderen Niveau. Das ist wichtig zu sagen. Ein weiterer Vorteil der CSL Elite Racing, ein Ausstattungsmerkmal, das ihr haben könnt, ist, ihr habt hier auch über dieses Display die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen zu wählen. Ihr könnt Profile ablegen. Das heißt, ihr müsst nicht aus einem Spiel rausspringen und sagen, mir ist das Force Feedback jetzt zu stark oder zu schwach, sondern ihr könnt direkt über dieses Display dann mit einem Button könnt ihr das dann anwählen bei diesem Wheel ist zum Beispiel hier so ein kleiner versteckter schwarzer Button. Da drückt man dann da drauf und dann im Display kommt diese Anzeige, wo ihr diverse Profile festlegen könnt. Force-Feedback-Settings, ABS-Settings, die Power und so weiter, hangelt euch da mal durch. Vielleicht mache ich ein Video und erkläre euch das alles. Das könnt ihr dann on the fly verstellen. Das ist ein Riesenvorteil eben dieser CSL Elite oder CSW V2 Wheelbases, dass ihr über alle Lenkräder funktioniert, das on the fly im Spiel testen könnt. Beispielsweise ihr fahrt eine Trainingstestrunde und denkt euch, ah, das Force-Feedback passt mir nicht, ich mag da mehr vom ABS-Force-Feedback spüren oder mehr von dem und jenen. Bleibt ihr direkt auf der Strecke stehen, müsst nicht in irgendein Menü hüpfen, sondern könnt das direkt in-game in den Profilen ändern. Ihr habt 5 Profilplätze parat, auf denen ihr das Ganze speichern könnt. Und das ist schon ein großes Plus, was ihr natürlich dann auch bei Fanatec bezahlt. Wir kommen zu den Befestigungsmöglichkeiten dieser beiden Wheelbases. Wie sehen die aus? Ihr habt hier einfach über diese Gewinde Up and Down dieser Klemmen hier unten an Bord und befestigt das Ding dann je nach Belieben am Tisch. Einen Tipp kann ich euch geben, ist eure Tischplatte zu dick und sagt, ihr kommt mit dieser Range, also mit dieser Bandbreite, dieses Gewinde nicht klar, das endet dann irgendwann einmal. Ihr seht das hier, irgendwann hier ist dann mal Schluss und sagt, oh, meine Tischplatte ist zu dick, ich komme hier nicht weg, dieses Ding könnt ihr ausklicken und habt dann noch mehr Platz dafür. Also da habt ihr fast uneingeschränkt Platz, dieses Ding überall zu montieren. So. So, wieder drauf geklickt. Zweite Möglichkeit ist der Hardmount, das heißt direkt verschrauben über die Gewinde. Hier hat Logitech 2 Gewinde.
Ich gebe euch dann einen kleinen Tipp mit. Bei mir zum Beispiel, ich wollte das hier auf meinem Rennsport-Cockpit hinten montieren, habe hier eine etwas abenteuerliche Lösung in Anspruch genommen, könnt ihr aber auch machen. Wenn ihr das als Arbeitsplatz zu Hause nutzt und immer wieder gerne spielt, dann nervt das viele von euch, das Ding immer aufschrauben, hinschieben, zuschrauben und dieses ganze hin und her, das nervt und das kostet Zeit und das will man oft nicht. Mein Tipp ist es zum Beispiel hier, diese Dinger generell wegzumachen. Ich weiß nicht, da muss man das Ding eventuell zerlegen, dass man diese Dinger ganz rausbekommt und hier mit einer Holzplatte über die beiden Gewinde zu verschrauben. Hat den Vorteil, dass das Ganze noch stabiler hält auf einer Holzplatte. Ein Hardmount ist ein Hardmount und da kommt keine Tableclamp der Welt ran. Das ist eben so. Und diesen Hardmount, das seht ihr da vielleicht in meinem Videoausschnitt, den hänge ich euch mit rein, den macht ihr dann mit so Gripzangen fest. Das heißt, ihr habt hier die Holzplatte drauf und mit so Schnellgripzangen, die es zu erwerben gibt, klickt ihr das dann auf der Tischplatte fest. Einmal, zweimal, dauert 5 Sekunden. Wenn ihr nicht mehr spielt, Gripzangen weggeschoben und ihr habt das Ding erledigt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr jetzt ich habe so einen geschwungenen, gebogenen Tisch, da ist es oft schwer, dass ihr beide Klemmen gut auf den Start bekommt. Dann macht das über so ein Brett und ihr habt, glaube ich, eine gute Lösung, die ihr bewerkstelligen könnt. Das so viel zur Aufnahme. Dann zum Mount der Fanatec CSL Elite. Die CSL Elite, die haben dieses übliche Dreilochbild. Das seht ihr hier. Einmal, zweimal, dreimal. Da gibt es auch die Bohrschablonen auf der Fanatec Homepage zum Runterladen. Druckt euch die aus und ihr habt genau dieses Dreilochbild und könnt das irgendwo verbohren. Oder ihr nutzt die wirklich sehr gute Tableclamp. Das ist diese Tableclamp, die auch mitgeliefert ist. Da möchte ich euch einen kleinen Tipp mitgeben. Bei der Tableclamp, da seht ihr, das ist wichtig. Viele User haben schon geschrieben, ach, diese Fanatec Tableclamp, die funktioniert nicht so gut, nicht so richtig, ich weiß nicht, die ist zu wackelig am Tisch. Da ist es für euch ganz wichtig, dass ihr beim Montieren an der Tischklemme, ich hoffe, ihr seht das richtig, dass diese beiden Backen gerade auf eurer Unterkante des Tisches aufliegen. Die verspreizen sich oft gerne, da liegt einer so auf und einer entgegengesetzt verspreizt und dann habt ihr trotz voll angeknallter Tischklemme so ein Wackelgefühl, das Ganze hält nicht richtig. Achtet bitte beim Mount darauf, dass ihr sehr plan, sehr gerade auf der Tischplatte rauf liegt. Also immer unten nochmal drunter reinschauen und dann hier oben über diesen Hebel fest anziehen, dann hält das wunderbar und wieder gut. Und diese Tableclamp ist wirklich sehr massiv ausgeführt und kommt wirklich fast schon an einen Hardmount an der Platte ran. Die ist top ausgeführt von Fanatec. Das haben die wirklich gut gemacht. So, und jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Themen natürlich. Das ist der Rennstreckentest. Ich habe mir für euch etwas Besonderes überlegt. In einem meiner Testvideos, das war damals, da habe ich Project Cars 1, 2, Assetto Corsa Race Room verglichen, habe ich Assetto Corsa Modding Möglichkeiten aufbereitet. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, Link hängt oben mit bei, guckt da bitte rein, wie man Assetto Corsa moddet. Und ich habe mir einen der schönsten Mods für euch herausgesucht. Das ist ein Rundkurs, der, ich glaube, 23 Kilometer lang ist. Uphill, Downhill und dermaßen selektiv, dass ihr hier alles testen könnt, was ihr denn nun wollt. Und ist ein richtiger Genießerkurs. Da könnt ihr fahren, euer Setup testen, wie verhält es sich. Dieser Kurs heißt Lake Louise. Ich hänge diesen Link auch unten mit bei. Dann findet ihr den, installiert euch den. Den habe ich vor Jahren schon mal getestet, vor vielen Jahren, vor 4-5 Jahren. Da war der grafisch noch dermaßen altbacken und noch nicht fertig, aber der ist jetzt top. Den kann man grafisch wirklich super angucken und der Vorteil dieses Mods ist, ihr habt glatten Asphalt, ihr habt rauen Asphalt, ihr habt Uphill, ihr habt Downhill, ihr habt aufgebrochenen Asphalt, ihr habt Kern, ihr habt mittelschnelle Kurven, ihr habt schnelle Kurven, alles was das Herz bietet. Schaut da bitte rein und gönnt euch diesen Mod. Auf dieser Strecke habe ich eingestellt, 110% Force Feedback Power in-game. Assetto Corsa, da verwende ich dieses Clipping-App. Das heißt, zum Thema Clipping, da kommt wieder mein berühmtes Clipping, was ist Clipping Review? Der Link hängt oben rechts mit bei. Das ist quasi, wenn ihr dauernd auf Vollanschlag mit dem Force Feedback unterwegs seid, einer Wheelbase, dann gibt das dauernd diese 1,5 oder 2 Newtonmeter Drehmoment der CG29 aus und jede Kurve fühlt sich gleich an. Das soll ja nicht so sein. Ihr habt ja manchmal hohen Downforce, niedrigen Downforce und da soll man ja eine Range haben, die das Wheel bereitstellen kann. Die ist halt bei den G29 relativ gering.
Aber das Clipping mit, da kümmert sich darum, dass ihr nicht ständig im Clipping im Vollanschlag das Lenkrad arbeitet. Das macht sonst keinen Sinn. Da ist es so, wenn ihr jetzt auf dieser selektiven Strecke unterwegs seid, etwas Clipping habe ich zugelassen, merkt man natürlich im Vergleich, dass das G29 von den Kräften sehr deutlich geringer als das CSL Elite zu Werke geht. Ihr spürt das nicht nur an den technischen Details, die ich vorher gesagt habe, Faktor 3 bis 4, das spürt ihr auch auf der Strecke. Auf einer CSL Elite geht das Ganze dann schon in Realismusanspruch, wo man wirklich am Lenkrad auch arbeiten kann, wenn man das möchte. Und so zu sehr kommen sämtliche Force-Feedback-Effekte deutlich stärker rum. Also ihr habt den Vorteil hier eines stärkeren Force-Feedbacks, eines wesentlich stärkeren. Das ist auch wesentlich stärker als einer T300 und T500. Die habe ich beide auch schon getestet, bevor ich einen YouTube-Channel hatte. Also das ist wirklich der Einstieg in High-End-Sim-Racing hier mit CSL Elite. Trotzdem, das G29 gibt euch eine Rückmeldung, ihr spürt dann, wenn der Grip nachlässt, ihr spürt, wie sich der Asphalt verhält, ganz toll auf diesen Stellen mit diesen Flicken da, dieser etwas zerstörte Asphalt, hat man dieses Feedback auch sehr gut beim G29 rausgefühlt. Da war ich überrascht, dass das auch relativ transparent und gut rumkam. Klar, in Transparenz nochmal legt die CSL Elite nochmal ein Schippchen drauf. Das kommt schon sehr, sehr präsent, sehr, sehr genau rüber. Nehmt euch bitte als Einsteigerspiel Assetto Corsa, um dies zu testen. Da habt ihr ein Force-Feedback, das dermaßen top ist. Und da testet ihr mal durch meinen empfohlenen Mod. iRacing empfiehlt sich natürlich auch. Klarerweise fühlt sich, das habe ich euch vorher erklärt, ein riemengetriebene Wheelbase, die fühlt sich klarerweise etwas smooth an. Das hat natürlich auch den Vorteil und verhindert auch dieses Notching, dieses Ruckeln dann in den Kurven, wenn die spielfrei und sauber verbaut ist. Das ist nicht bei allen riemengetriebenen Wheelbases so. Hier hat das Fanatec wirklich gut hinbekommen und ich bin ja kürzlich beim Fanatec Community Event, Link hängt oben mit bei, ein tolles Video, schaut da bitte mit rein, auch diese besten und teuersten Direct Drive Wheels gefahren, wo hier nichts mit Riemen und nichts mit Zahnrad ist, sondern das Wheel direkt auf einem Motor sitzt, sozusagen spielfrei und sehr direkt, und die sind natürlich super smooth, wenn das der Motor bereitstellt. Und da kommt so eine CSW V2 oder eine CS Elite nahezu ran. Und das ist beachtlich für eine riemengetriebene Wheelbase. Das hat sich über die Jahre ausgereift und wurde immer besser. Gut, wichtig zu wissen noch, die Lüftergeräusche, das habe ich euch vorher genau ausgeführt. Die habt ihr hier, beim G29 habt ihr eher mehr das Rattern des zahnradgetriebenen Aufbaus dieser Wheelbase. So der Streckentest bei mir. Ich habe ja diverse andere Strecken auch getestet, war natürlich auch auf der Blesi unterwegs, Gran Turismo Sports und auch da Assetto Corsa. Und da decken sich meine Erfahrungen, die ich euch jetzt genau geschildert habe. Kommen wir zum Ökosystem und zur Erweiterung. Ökosystem und Erweiterung, beim G29 haben wir das schnell abgehandelt. Ihr könnt diesen einfach gehaltenen Shifter um 40, 50 Euro bestellen und dieses dann auch mit einem Shifter betreiben. Und jetzt ein großer Pluspunkt, eben den Fanatec am Start hat in Sachen Ökosystem, den habe ich euch eh oberlich schon gezeigt. Ihr könnt hier upgraden, jegliches Lenkrad verwenden, sämtliche Pedale testen, alles machen, was ihr wollt. Ich habe bei Fanatec einen Clubsport Hub angefragt, vielleicht bekomme ich ein Testmuster. Auf dem könnt ihr dann sogar auch Lenkräder von Sparco, Momo oder Co., die ihr irgendwo euch ordert, oder von dem Schrottplatten mitnimmt, draufschrauben und damit unterwegs sein. Das geht auch alles. Das heißt, hier ist das Ökosystem. Ja, das ist unerreicht. Ihr könnt diese Static Shifter Pedals, die ich vorher erwähnt habe, nutzen, Handbremsen eigene und der Shifter, sequenziell H-Schaltung Shifter, den könnt ihr von der Qualität, da muss man so fair sein, mit einem Logitech Shifter nicht vergleichen. Kostet natürlich dann so ein Shifter gleich mal so viel wie eine ganze G29. Wenn ich diesen Punkt Ökosystem jetzt in den Mund genommen habe, möchte ich euch auch noch eine Erweiterungsmöglichkeit von Fanatec bereitstellen. Und zwar seht ihr, ihr bekommt hier in diesem Bundle diese Changeable Button Caps, also diese austauschbaren Caps bereitgestellt. Wenn ihr diese üblichen Sony-Symbole nicht haben wollt, sondern euch das etwas professioneller gestalten wollt, dann könnt ihr diese ausklippen mit einem Schraubenzieher und dann diverse Symbole hier Platz nehmen lassen. Das geht ganz einfach, das klickt ihr mit dem Schraubenzieher raus, drückt die neuen rein und seid dann ready to go. Es gibt dann auch mitgeliefert hier auch noch so größere, dann werdet ihr euch fragen, was mache ich mit den größeren, die halten ja hier nicht. Ja, die sind dafür gedacht, wenn ihr jetzt die Clubsport Series Wheels habt, ich nehme jetzt hier mal mein M3 Lenkrad und sagt, ich möchte den
R3-Button hier haben, dann könnt ihr den hier drauf geben. Den klickt ihr dann hier so mit drauf und habt den Button hier dann oben und könnt dann sozusagen auch diese Wheels customizen, wie das so schön heißt. Das hat dann auch den Vorteil, wenn ihr jetzt euer BMW Rim auf der Plesi verwendet und sagt, ach, jedes Mal diese Sucherei mit diesen ganzen Knöpfen, was ist jetzt der X- und Viereck-Button oder Dreieck-Button, dann macht das, klippt das drauf. Das ist wirklich ein nettes Feature, ein gutes Ökosystem, das Fanatec auch hier bereitstellt, um das ganze PS4 kompatibler sozusagen zu machen. Kommen wir zu einem Fazit. Wie sieht es denn aus mit Logitech? In meinen Augen ein Top-Einsteigerprodukt. Langlebig, das weiß ich von vielen Kumpels, die sind noch mit dem G25 oder G27 unterwegs, manche 1000-1500 Stunden. Defekte sind hier sehr selten. Ihr habt eine gute Verarbeitung, ihr habt eine gute Force-Feedback-Rückmeldung, allerdings auf einem geringen Kraftniveau. Erwartet euch hier nicht zu viel. Ihr habt eine tolle Materialauswahl. Für ein Wheel für um 250 Euro ist das Material top. Ein super Lederkranz, der in Sachen Leder mindestens auf dem Niveau dieser CSL Elite agiert. Also das muss man ehrlicherweise zugeben. Dann die Pedale, die sind einwandfrei für Einsteiger. Die Logitech-Pedale, ihr seht, die sind sauber gefertigt. Ihr habt hier wirklich Metallplatten. Das Ganze ist vom G27 etwas weiterentwickelt. Die Bremse ist etwas straffer geworden, soweit ich mich erinnern kann, zu meinen damaligen Tests. Ihr habt hier unten, das zeige ich euch jetzt noch, die Befestigung dieser Dinger funktioniert. Entweder habt ihr so einen Clip hier, wie funktioniert das genau? Dann klappt hier diese Tischkralle aus. Könnt ihr das dann im Teppich betreiben, das hält dann auch wunderbar gut. Oder ihr habt auch 1, 2, 3, ich glaube 6 Löcher für den Mount an einem Weg. Das könnt ihr wunderbar verwenden. Also, gute Montagemöglichkeiten, das habe ich euch vorher ausgeführt. Einen super Spielesupport, jedes Spiel unterstützt Logitech G29, fast jedes, soweit ich weiß. Und sogar abwärtskompatibel, wenn ihr mit PS3 unterwegs seid. Das macht wirklich Laune. Und ja, so viel würde ich jetzt sagen für 250 Euro, da könnt ihr gedenkenlos zugreifen. Also ihr versäumt hier wirklich nichts und wenn ihr sagt, mein Budget ist nur 200 Euro und das Ding da drüben, da muss ich noch länger sparen, fangt mit diesem Ding an. Ich kann es euch ans Herz legen, das ist ein super tolles Einsteiger-Wheel. Aufpassen mit der Kompatibilität, wenn ihr Xbox-Spieler seid, holt euch das quasi baugleiche Logitech G29, da ist nur das Layout eher Xbox-Design sozusagen. Holt euch das Ding. Klare Empfehlung von meiner Seite. Auch nach Direct Drive Wheel und den teuersten Setups, die ich getestet habe, das Ding ist es wirklich wert. Kommen wir zum Fazit der CSL Elite. Was kriege ich mehr für mein Geld jetzt? Ihr habt gesehen, ich muss das Doppelte drauflegen. Ihr bekommt ein 3- bis 4-fach höheres Drehmoment. Das Ganze geht in realistischere Bereiche. Ihr habt eine höhere Bandbreite des Force Feedbacks. Man ist damit sicherer unterwegs und kann diverse Dinge ausloten. Das setzt den Realismus sozusagen in den Vordergrund. Die Verarbeitung und Materialien sind gut bis sehr gut. Das sind die auch beim Logitech G29. Hier würde ich jetzt nicht großartig sagen, vom Design her vielleicht etwas glattere Kunststoffe und diese Applikationen, Metall- und Carbon-Look, ja, das sieht etwas netter aus, aber von der Qualität würde ich jetzt sagen, auf einem sehr ähnlichen Niveau. Dann die Force-Feedback-Einstellungen on the fly hier über das Display, das habe ich euch vorher erklärt, sind natürlich ein Alleinstellungsmerkmal von Fanatec. Und die sind genial. Die zu haben, wenn man das will, dann klarer Pluspunkt hier für CSL Elite. Ihr habt unzählige Erweiterungsmöglichkeiten, das habe ich euch vorher aufgezählt. Alle Wheels mit dem Clubsport, habe hunderte Wheels aus dem Verkauf abseits von Fanatec, die könnt ihr verwenden. So, jetzt wollt ihr mich sicher fragen, ist es gerechtfertigt, hierfür den doppelten Preis rechtfertigen? So, da wollt ihr mich jetzt fragen, ist es gerechtfertigt, den doppelten Preis für dieses Bundle hier auszurufen? Bitte mir jetzt nicht nachrufen, ach, du bist Fanatec-Fanboy, du hast so viel Zeug von dem Ganzen. Ich sage meine Meinung und ich werde dafür nicht bezahlt, ich hole mir das Zeug selbst. Dieses habe ich mir auch selbst gekauft. Oder kriege Produktpflege geliehen, so viel zum Disclaimer. Ich bekomme auch keine Werbegeld von Fanatec, dies zu sagen. In diesem Fazit steht für mich fest, es ist, wenn du diese Enthusiastenansprüche hast, es wert hier abzugraden. Und zwar ist es wert, diese 520 Euro für das Bundle in die Hand zu nehmen, wenn du darüber hinaus möchtest, was immer ein G29 bereitstellt. Für den doppelten Aufpreis bekommst du auch mindestens die doppelten Features,
weit mehr Power, Ökosystem und so weiter geboten. Das ist es wert. Da kann man jetzt nicht sagen, ist es wert, eine 1080 Ti zu verschleudern und jetzt eine 2080 Ti um 1250 Euro zu kaufen. Für, ja, ich habe das gelesen, um die 30% mehr Leistung, bei VR nur 25. Das müsst ihr selbst entscheiden. Hier ist wirklich der Wertgewinn für euch linear. Ein linearer Wertgewinn, und das ist das Logitech G29 mit 240 und das CSL Elite mit 520 Euro. Beides in einem sehr fairen Preisbereich am Start. Ja, so viel jetzt zu diesem langen und ausführlichen Review. Ihr habt viel von mir jetzt gehört. Ihr könnt jetzt noch viele Fragen stellen. Ich habe versucht, mit meinen Listen hier alles abzuarbeiten. Einen kleinen Nachtrag, den möchte ich euch auch noch geben. Ihr habt ja mal bei diesem McLaren Ring Test gesehen. Ich habe das auf der CSL Elite betrieben. Mit diesem Quick Release Adapter. Und da könnt ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich bin Couch Potato, ich hasse es, irgendwelche Pedale treten zu müssen, sondern ihr möchtet das alles übers Wheel fahren, das geht jetzt mit diesem McLaren GT3 Lenkrad. Ihr habt hier analoge Pedals, mit denen ihr Gas geben und bremsen könnt. Auch das hänge ich euch oberhalb im Video mit rein. Das funktioniert wunderbar. Und ihr braucht gar keine Pedale, wenn ihr dieses nimmt. Und da muss ich euch auch etwas sagen. Dieses hat es 179 Euro neu gegeben. Und für 99 Euro musste man sich den Quick Release Adapter dazu kaufen, wenn man den wollte. Da war man bei 249, da hat jetzt Fanatec da etwas am Preis gedreht. Ihr bekommt dieses Wheel jetzt im Bundle mit diesem wirklich tollen Quick Release Adapter für 230 Euro. Das waren vorher eben 280 Euro. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal reviewen würde, dieses zu meinem Formula Rim, würde es vielleicht noch etwas aussehen, dieses Video. Danke Fanatec für diese faire Preissenkung, wo jetzt dieser Quick Release Adapter zu den von mir erwähnten 50 Euro, die ich als fair empfunden habe, jetzt am Markt erhältlich im Bundle ist. Das finde ich cool und gut. Zum Thema Pimax FK, dann gehen wir gleich raus. Bitte bleibt noch kurz dran. Mein Kumpel hat schon ist einer der ersten, der die gebackt hat. Der wird die bald am Start haben. Ein anderer auch. Die Direct Drive Empfehlung haben viele von euch an Fanatec abgegeben, denen hat mein Review so gut gefallen und die wollen, dass ich ein Beta-Tester dort werde oder das Ding als Testsample so bald wie möglich zur Verfügung gestellt bekomme. Ihr wisst, Testen, das findet nur zu Hause statt. Auf diesem Community-Event, das war super, 2 Stunden und 3 Stunden fahren und so viel getestet, aber zu Hause über Tage, über Wochen, da kommt das klare Bild raus und ich kann so detailliert und nur so kann ich detailliert reviewen. Euer Support, den ihr mir bereiten könnt, ist der Daumen nach oben. Ich liebe eure Kommentare, ich versuche jede zu beantworten. Ich kümmere mich um meine Community, das wisst ihr. Und ganz wichtig, empfehlt einfach meinen Channel weiter. Schickt die Links weiter und sagt, hier ist ein deutschsprachiger Virtual Reality und Simracer am Start. Der macht detaillierte Reviews und die gefallen dir vielleicht, dann schickt den Link weiter. Danke nochmal an Moritz, meinen neuen Patreon. Du hast gesagt, ich bin angehender Student und 1 Euro im Monat mehr ist bei mir nicht drin, das ist mir völlig wurscht. Du unterstützt genau diese Projekte, wo ich Dinge kaufe, die ich nicht benötige, um dann im Wiederverkauf, ich habe es jetzt schon wiederverkauft an den Kumpel, klarerweise mit Wertverlust, da kann ich das abfedern. Und so macht für mich das Review das Ganze wesentlich leichter. Danke Moritz, dass du auch mit an Bord bist. Hier geht es nicht um Euros oder sowas. Das ist einfach eine Anerkennung von dir. Vielen Dank dafür. Ich gehe jetzt raus. Das, was in Zukunft kommen wird, wird mal wieder eine Channel News sein. Es ist der Corsa Competizione, der VR-Support steht vor der Tür. Ich bleibe für euch dran, berichte. Vielen Dank fürs Dabeisein. Neben mir erscheint jetzt wieder der Subscriber-Button. Hat das noch nicht getan, drückt drauf. Ein kleiner Like dauert 1 Sekunde. Ich bin jetzt raus und danke für euer Beisein. Mit lieben Grüßen, euer Ron.